the fire, fire. I'd like to see how you move, darling. Hallo Leute, willkommen auf meinem neuen Video und dir herzlich willkommen zu meine Lieblingsabonnenten, Ex-Abonnenten und neue Abonnenten. Du weißt, wovon ich rede. Ja, Leute, ich habe mir einen Kopf gemacht, wie man an Überwinterungswohnungen kommt auf Gran Canaria. Und ich bin auf eine Seite gestoßen, auf der ich selber schon einen Account hatte und geschäftlich tätig war. Und zwar Milanuncios. Auf Milanuncios habe ich tatsächlich ein paar Angebote gefunden von Wohnungen, die man auch länger mieten kann. Zu einem monatlichen Festpreis zum Beispiel. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an, zusammen. Hier zum Beispiel haben wir eine Wohnung, bei der der Vermieter über die Dauer der Miete mit sich sprechen lässt. Also kein Problem, diese Wohnung zum Beispiel zur Überwinterung zu mieten. Der Vermieter gibt an, Monate oder Wochen sind ihm angenehm. Ah, die Wohnung hat einiges zu bieten. Und ja, das wäre zum Beispiel eine Wohnung zum Überwintern. Die Wohnung hier zum Beispiel ist verfügbar ab 1. April. Also die Preise, die ihr angezeigt bekommt, sind die Monatspreise. Und allerlei Vermieter lassen sich auf eine Mietdauer unter einem Jahr ein, was ich recht gut finde. Und was ja euch, für euch auch wichtig ist. Dort könnt ihr also Kontakt aufnehmen, anrufen oder eine Nachricht schreiben. Wenn ihr kein Spanisch lesen könnt, müsst ihr halt über den Computer mit Translator arbeiten und es funktioniert schon. Da haben wir wieder eine Wohnung verfügbar ab April oder hatten wir die schon? Playa del Inglés. Also auf die Seite solltet ihr euch unbedingt mal begeben, um zu schauen. Da ist wieder eine Wohnung
ab Mai. Mai und ich muss weiter gucken. Mai und Juni ist sie frei in St. Augustin. Also wer sich ranhält, kriegt noch eine Wohnung. Aber wie das im Winter aussieht, im nächsten Winter, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Da müsst ihr halt mit den Vermietern in Verbindung treten und so früh wie möglich was reservieren, ne? Aber das sind jetzt auf jeden Fall die Vermieter, die sich darauf einlassen. 3 Monate, 2 Monate, 4 Monate und so weiter. Also rechtzeitig Bescheid sagen und reservieren, denn sonst wird es nächsten Winter genauso wenig was, dass ihr da eine Wohnung haben könnt. Diese Wohnung ist ab September verfügbar. September 2023. Das wäre zum Beispiel so eine Wohnung. €800 mit Swimmingpool. Komplett eingerichtet. Also nochmal, doppelt hält besser. Bemüht euch jetzt um euren Überwinterungsplatz fürs nächste Jahr, Leute. Sonst gibt das nichts. Alles Gute, adios.